Yo, was geht ab, Freunde? Mein Name ist Fasan. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Beim Vlog nehme ich euch von Montag bis Sonntag einmal mit, was ich so als Reseller einmal erledige. Diese Woche ist wirklich ein bisschen ruhiger ausgefallen. Zum Beispiel, ich war nur einmal im Secondhand-Shop, aber seht selbst. Und zum Anfang würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und die Glocke anschaltet, weil so verpasst ihr keine Tipps und Tricks. So, meine Freunde, Montagmorgen ein stabiles Wochenende gewesen und das geht jetzt einmal zur Post. So, Freunde, ich habe ja letzte Woche mir ein paar Brettspiele im Secondhand-Shop mitgenommen, komme jetzt aber erst dazu, diese zu überprüfen. Hier oben haben wir noch einmal den Sticker, den mache ich dann einfach runter. Und jetzt überprüfen wir wieder die Brettspiele, ob die vollständig sind. Let's go! So, meine Freunde, nach Überprüfung ist das Brettspiel leider unvollständig. Da fehlen nämlich hier solche Antwortkarten, beziehungsweise solche Wettkarten nennt man das hier in dem Game. Ja, schade, aber ich gucke dann einfach trotz allem mal, ob ich das komplettieren kann. Ich habe ja auch schon im letzten Vlog gesagt, dass wir jetzt mittlerweile auf dem Discord-Server so ein Ersatzteillager haben. Und ich bin gespannt, ob ich diese Karten hier dann einmal dort finde. So, Freunde, dann hatten wir ja auch Meisterwerke von Parker. Das ist zum Glück vollständig. Das ist ja ein bisschen mehr wert. Bin mal gespannt, wie viel ich dafür bekomme. Jetzt habe ich gerade eben den Stream beendet. Mega, mega nice. Also ihr seht, wir haben hier definitiv noch etwas zu öffnen. Checkt mich sehr, sehr gerne aus auf Twitch, denn da öffnen wir immer Samstag von 13 bis, sag mal, 15, 16 Uhr. Booster und ich bestelle auch derzeit ein paar Booster nach. Vielleicht kommen dann auch noch ein paar Dragon Ball Displays mit dazu. Mal schauen. Und auf jeden Fall, die nächste größere Bestellung wird auf jeden Fall Fortnite Series 2 Booster. Seid gespannt. Mittwochmorgen, gerade eben, kam ein PlayStation 5 Drop rein. Zwar nicht zu der digitalen Version bis jetzt, aber zu der PlayStation 5 normal mit Laufwerk. Ein paar aus dem Discord-Server haben welche bekommen. Mega, mega nice. Wenn ihr auch keine PS5-Drops mehr verpassen möchtet oder News zu aktuellen Sachen, die man gegebenenfalls einkaufen kann, um sie dann teurer zu verkaufen, oder ich würde jetzt einfach mal sagen, die PlayStation 5 für Eigennutzer, dann joint gerne dem Discord-Server. Den Link dazu findet ihr in der Profilbeschreibung. Mittwochabend und heute habe ich einmal die letzte LEGO VIP-Münze bekommen. Ich zeige die euch jetzt einmal im Schnelldurchlauf. Das war meine allererste LEGO-Münze, der Castle Coin. Dann gibt es einen Pirate Coin, einen Race Coin, einen Space Coin und zu guter Letzt haben wir diese goldene Münze. Ich habe mitbekommen, dass es die Lego Münzen nochmal geben soll, also es soll dann nochmal ein Restock davon kommen. Ich kaufe das im Endeffekt für mich privat ein, also sozusagen für die private Lego Sammlung. Wenn ich schon mal alle bekommen habe für 1150 VIP-Punkte, dann nehme ich die definitiv mit. Und dass ihr gut vorbereitet seid für den nächsten Restock, habe ich mir gedacht, ich zeige euch einmal, wie man sich im LEGO VIP Store anmeldet und wie man diese bekommt, denn ich bekomme ab und zu nochmal Fragen, was denn der LEGO VIP Store ist. Um sich beim LEGO VIP Store anzumelden, gehen wir natürlich auf den offiziellen LEGO Store und hier oben habt ihr den Reiter VIP. Da meldet ihr euch einfach an. Ihr müsst euch so verstehen, die LEGO VIP Coins sind wie so ein kleines Cashback und da geht ihr hier oben drauf und da könnt ihr euch dann einmal anmelden und hier kann man dann auch nochmal sehen, was man denn dafür alles bekommen kann. Hier gibt es dann einmal die Prämien, also ihr könnt euch mit LEGO VIP Coins zum Beispiel jetzt Rabatt im Store einmal oder telefonisch sichern. 750 VIP-Punkte entsprechen 5 Euro, 3000, 20, 50, 7500 und 100 Euro, 15.000. Das Ganze geht dann auch auf lego.com. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter runter scrollen, habt ihr hier dann auch noch die exklusiven VIP-Prämien. Da kann man sich derzeit ja irgendetwas Digitales holen, also das kostet immer keine Punkte und hier unten erscheint dann im Endeffekt dann auch immer die LEGO VIP Münze. Wenn ihr den Restock nicht verpassen möchtet, dann kommt gerne auf den Discord, ich werde euch da definitiv einen Pin geben. Und wenn man jetzt zum Beispiel VIP Münzen sammeln möchte, da gehen wir jetzt hier einfach mal auf zum Beispiel Disney, tun mal das Disney Schloss rein in den Warenkorb. So, zum Warenkorb.
Und hier sieht man dann wiederum, als wenn ich jetzt 349,99 € ausgeben würde, würde ich 2625 VIP-Punkte bekommen. Und das ist schon ordentlich, Freunde. Ich würde mir das definitiv nicht entgehen lassen. Also sprich, bei jeder Lego-Bestellung kriegt ihr VIP-Punkte. Meldet euch da definitiv an. Und jetzt sind wir auch schon wieder in der Mitte des Videos angekommen und hier würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mich einmal auf Twitch abcheckt. Da bin ich wirklich jeden Tag online, also mindestens 2 bis 3 Stunden und habe ja auch derzeit noch ein Community-Turnier mit am Start. Wenn ihr Bock drauf habt, dann kommt gerne auf den Discord-Server. Da stehen alle weiteren Informationen und den Link zu Twitch findet ihr einmal in der Videobeschreibung. Donnerstag in der Mittagspause geht's einmal in den Second-Hand-Shop. Ich hole mir jetzt wieder einen negativen Corona-Test und dann danach wird geshoppt. Also meine Freunde, jetzt warten auf das negative Ergebnis natürlich. Und ja, bald hat es alles ein Ende, ne? Mit der zweiten Impfung. Bin gespannt, wann ich die bekomme. Das hier ist die Ausbeute aus dem Secondhand-Shop, heute echt eher ernüchternd gewesen. Man sieht hier, dass ich 2 Jordan-Tees mitgenommen habe, einmal in schwarz und in weiß. Dann habe ich hier nochmal eine Garfield-Plüschfigur gefunden, die gehen auch immer relativ gut weg im Resell. Hier auch nochmal eine Tasse von Appassionata, da weiß ich nicht, ob ich die losbekomme oder nicht. Appassionata ist ja im Endeffekt ein Musical mit Pferden, Pferdeliebhaber, ne? Ihr wisst, Pferde kosten Geld, vielleicht auch diese Tasse. Dann habe ich hier auch nochmal einen Steif-Teddybären mitgenommen. Etwas von Minecraft. Hier so ein Skelett. Die gehen auch ganz gut immer im Resell. Auch wenn es hier einmal Plüschtiere sind, die könnt ihr definitiv mitnehmen. Hier ein bisschen was kaputt gegangen. Aber das kann man dann ja reparieren. Und dann auch nochmal ein Sorgenfresser. Checkt es gerne mal aus. Also für 8 Euro kann man das definitiv mitnehmen. Und ich schätze mal, dass wir damit auf jeden Fall das Fünffache machen werden. Ich bin jetzt auch nochmal wieder am Digimon-Karten sortieren. Ich habe die nämlich falsch eingeordnet. Ich habe auch noch lose Pokémon-Karten hier einmal. Und ja, die werde ich definitiv zum Verkauf stellen. Warum? Also klar fühle ich die, aber ich finde trotz allem, dass es gebundenes Kapital ist, was hier rumliegt. Es gibt ja hier einige Karten, die über 100 Euro wert sind. Und die werde ich einfach reinstellen bei eBay, um zu schauen, ob ich da einen glücklichen Käufer finde. Heute am Samstag kam einmal Post und wir haben hier vom Pokémon eine glänzende Schicksal Top Trainer Box. Die habe ich relativ günstig bekommen, nämlich für 60 Euro und die musste ich im Endeffekt einfach mitnehmen. Kommt entweder in die Sammlung oder wird dann im Stream geöffnet. Schmeckt! Und heute kam auch noch einmal ein Fortnite Series 2 Mega Paket an. Also richtig, richtig nice. Schauen einfach mal uns das zusammen an. Hier haben wir zum Beispiel einen Tin. Mal kurz gucken, ob ich die überhaupt aufbekomme. So, Trading Cards und hier sind dann auch nochmal Promokarten drinnen. Also es ist ein richtiger Pack einmal. Mal gucken, wann wir uns die anschauen werden zusammen. Hier dann auch noch einmal. Richtig, richtig nice. Also das werden wir definitiv im Stream einmal öffnen. Wenn ihr da drauf Bock habt, könnt ihr gerne mal schauen. Könnt ihr gerne mal im Shop schauen, beziehungsweise auf den Fassler Shop, auf die Instagram-Seite. Und hier sind dann die Promokarten. Ist echt schwierig mit einer Hand, aber ich versuche das irgendwie trotzdem gut hinzubekommen, damit ihr das seht. Bin gespannt, wie viel die wert sein werden, wenn die Series 2 dann einmal EOL geht. Also sprich End of Life. Da ging ja so eine Karte für 100 Euro weg und wenn ihr 20 Stück davon habt, das schmeckt natürlich mega. So, das waren jetzt einmal die Promokarten und wir schauen uns dann noch gleich einmal die Einzelteile hier einmal an. Wir haben hier 2 solche Fortnite Series 2 Mega Starter Pakete. Da ist ein Album drinnen, 3 Booster und dann auch nochmal insgesamt 24 Karten. Dann geht's weiter mit solchen Fortnite Series 2 Mega Blaster Boxen. Davon haben wir 1, 2, 3, 4 und die Nummer 5.
Dann haben wir hier auch noch wieder die Fat Packs, die kennen wir ja auch schon von der Series One. Wir haben hier 24 Karten drinnen plus zwei zusätzliche und insgesamt 10 Booster. Und die Teile haben wir zweimal. Dann schauen wir, was wir noch so Gutes haben. Und dann würde ich einfach das hier mal nehmen. Fortnite Series 2. Und hier haben wir 8 Karten pro Pack. Und das sind insgesamt 5 Packs per Box. Und plus 2 Bonus Epic and Legendary Cards. Davon haben wir 1, 2, 3 und die Nummer 4. Dann gibt es natürlich noch nach den Fat Packs ganz normale Displays. Wir haben hier 8 Karten pro Pack und insgesamt 18 Booster drinnen. Und von den kleinen Displays haben wir jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 4 Stück. So, und dann sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Jetzt haben wir hier nochmal eine Tinbox, eine Sammlerdose. Die haben wir zweimal. Und dann auch nochmal etwas, das ist auch nochmal eine Dose, nochmal eine Sammlerdose, nur in etwas kleiner. Hier sieht man es nochmal. Und ich bin wirklich gespannt, ob wir ein paar coole Hits dabei haben. Die Fortnite Series One kam ja richtig, richtig gut an. Ist ja auch sehr gut im Preis gestiegen. Und die werden wir öffnen. Let's go! Und das war's auch schon wieder mit dem Vlog. Wenn euch der Vlog gefallen hat, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das einmal in die Kommentare schreibt. Und wir sehen uns definitiv im nächsten. Haut rein!